Wir sagen herzlich willkommen am aktuellen 2. der Toyota Basketball-Bundesliga der Frauen. Thank you.
herzlich willkommen in der SWH Arena hier in Halle an der Saale zum 21. Spieltag heute am 5. März in der Toyota Damen Basketball Bundesliga. Die Gieselines MBC empfängt heute die Rotronic Stars aus Keltern. Und außerdem gibt es an diesem 21. Spieltag noch die Partien Freiburg gegen Marburg, Herne gegen Nördlingen und Osnabrück gegen Hannover. Die Gäste der SWH Arena sind kein geringerer als der derzeitige Tabellenzweite. Die Rotronic Stars Keltern liegen mit 12 Siegen und 4 Niederlagen knapp hinter den TK Hannover Luxen. Die Gieser Lions des MBC bewegen sich im unteren Tabellenabschnitt gerade noch knapp auf Platz 9 derzeit mit 3 Siegen aus 16 Spielen. Beide Teams starten mit einer Minimalbesetzung am heutigen Tag. Nur jeweils 8 Spielerinnen sind spielfähig und die Starting Fives sehen wir jetzt hier gleich auf das Parkett kommen. Für den Gieser Lions MBC startet mit der Nummer 5 Joyce Cousin-Smith und mit der Nummer 7 startet Laura Schinke. Mit der Nummer 33 startet die wiedergenesene Sarah Mortensen, mit der Nummer 10 Barbora Kasparkova und mit der Nummer 17 Elea Gaba. Für die Rotronic Stars starten mit der Nummer 3 Alexandra Wilke, mit der Nummer 22 Rachel Arthur, mit der Nummer 44 Linda Lotta Letoranta, mit der Nummer 21 Alexandra Kiss-Rusk und mit der Nummer 4 startet Veronika Remen-Narova. Und die verwandelt auch die ersten beiden Punkte nach diesem Angriff zum 2:0 aus Sicht der Gäste. Die erste Aktion von Elia Gaba, kurzer Haken, der hinten am Ring abprallt. Und dann gibt es die nächste Aktion von den Gästen. Linda Lotta Letoranta verwirft ihren Dreier, holt sich aber den eigenen Rebound. Und 6 Sekunden bleiben den Rotronic Stars hier noch für die Aktion. Und Rachel Arthur mit den 3 Punkten zum 5:2. Keltern spielt druckvolle Mann-Mann-Verteidigung von Anfang an. Und an der Seitenlinie sehen wir die beiden Coaches, Goran Lojo und Katharina Zidaki, in Action. Die ersten Punkte nun auch für den Gieser Lions MBC, 1,5 Minuten in dieser Partie gespielt, zum 2:5. Arthur wieder von der Dreierlinie und die ist hier wieder erfolgreich, der zweite erfolgreiche Dreier. Und ja, Rachel Arthur wechselte vor der Saison zu den Rotronic Stars, war vorher schon in der Bundesliga aktiv für Herne, Heidelberg und Marburg und ist eine sehr gute Dreierschützin, 1,3 Dreier pro Partie gelingen ihr und die ersten beiden heute hat sie hier gerade verwandelt. Foulspiel von Letoranta, erstes persönliches, zweites Teamfoul für die Rotronic Stars. Ja, kleine Abstimmungsproblematik und ein schöner Fastbreak von Keltern zum 10:2 Zwischenstand. Und der Gieser Lions MBC hat heute hier sein allerletztes Heimspiel in dieser Saison. Elia Gaba rettet hier schön den fast verlorenen Ball. Guter Einsatz von der Nummer 17 und dann Laura Schinke mit dem
Jumper aus der Ecke zum 4:10. Alex Wilke wird da durch die Hilfe von Barbora Kasparkova für einen einfachen Korbleger gestoppt. Ist dann aber gleich zur Verteidigung zurück. Sarah Mortensen im 2-2-Spiel und vielleicht die ersten Punkte für sie. Nein, sie gehört ja zu den Topscorerinnen des Gieselines MBC. Vor allem ihre Dreierquote ist stark, 1,8 Dreier pro Partie. Auch wenn sie da auswärts deutlich besser ist, als das hier in der eigenen Halle in dieser Saison funktioniert hat. Und dann das Foul von Ilia Gaber an Alex Wilke. Und dann gibt es, ich denke, zwei Freiwürfe. Nein, ein Wurf an der Grundlinie. Und Wechsel für Ilia Gaber kommt. Erstmals Merit Kleine-Beek mit der Nummer 19 für die kleine Aufstellung. Denn ich hatte schon gesagt, beide Teams treten ersatzgeschwächt an. Die Gieser Lions müssen heute auf ihre Importspielerinnen komplett verzichten, nachdem Jasmine Jill kurz vor Ende der Wechselfrist ihr Karriereende bekannt gegeben hatte. Sind auch Uju Goka am heutigen Spieltag nicht dabei. Sie ist mit einer Muskelverletzung ausgeschieden. Und auch Imani Watkins kann heute aus persönlichen Gründen nicht mitspielen. Schöner Fastbreak-Versuch, Pass von Joyce Cousin-Smith auf ihre Frontrunnerin, aber Rachel Arthur verhindert da zwei einfache Punkte und die Lions gehen in die Rotation und die ist erfolgreich mit einem Dreier, dem ersten für den Gieser Lions MBC in dieser Partie zum 7:10 Anschluss und dann Alex Wilke mit der Antwort ihrerseits und dass auch sie eine gute Dreierschützin ist, sagt die Statistik, 1,4 Dreier pro Schnitt in dieser Saison gelingen der deutschen Nationalspielerin. Nächster Ballverlust auf Seiten des MBC, Einwurf und Ballbesitz Bushronic Stars Kelter. Alexandra Wilke auf Rachel Arthur, die heute hier sehr dankbar für die SWAH Arena ist. Das ist ihr dritter Dreier und das ist natürlich immer schwer in der Verteidigung. 7:13 und die erste Auszeit hier von Katharina Hatzidaki. Und da muss schnell eine Lösung in der Verteidigung gefunden werden. Da muss aggressiver an die Außenspielerin herangetreten werden, um einfache Würfe da zu vermeiden. Aber es ist natürlich schon eine starke Trefferquote hier gleich zu Beginn der Partie von Rachel Arthur und ihrer Mannschaft. Ende der ersten Auszeit von Halle. Einwurf ausgeführt von Merit Kleine-Beek. Und Keltern spielt weiterhin über die gesamte Distanz hier.
Jetzt muss Laura Schinke schnell über die Mittellinie, um der Vorfeld-Penalty aus dem Weg zu gehen. Schönes 2-2 von Joyce Cousin-Smith auf Barbora Kasparkova, die aber leider hier den Korbleger liegen lässt. Und Keltern geht in die nächste Offensivaktion über die deutlich größere Alex Kiss-Rusk. Wird das Mismatch gegen Merit Kleine-B gesucht. Kiss-Rusk mit 1,94 Meter, ja, deutlich größer als Merit Kleine-B, die jetzt hier ihr erstes persönliches Foul bekommt. Kiss-Rusk ist auch schon einige Saisons in der Bundesliga aktiv, war vorher bei Marburg und spielt jetzt in der dritten Saison, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für die Rotronic Stars Keltern. Und da gibt es den ersten Wechsel für sie. Wie einen ihrer beiden Freiwürfe getroffen hat, kommt Adrienne Webb hier aufs Feld. Und jetzt müssen die Lions schnell den Ball über die Linie bringen. Keltern verteidigt hier weiter intensiv und bringt den Gieser Lions hier den nächsten Turnover bei. Diesmal die 15 Sekunden. Auf der Shot Clock. Und die nächsten Punkte diesmal für Le Toranta, der Dreier. Auch sie eine ausgewiesene Dreierschützin. Sie macht heute ihr viertes Spiel für die Rotronic Stars. Keltern wurde kurzfristig nachverpflichtet aufgrund des Saisonendes von Emanuela Mayombo. Und die nächsten einfachen Punkte. Keltern spielt hier aufwendige Verteidigung. Die Löwinnen verlieren hier eins ums andere Mal den Ball. Und da gibt es immer schnelle Punkte für die Gäste. 15 Punkte bereits der Rückstand und dann hier das Offensivfoul von Barbora Kasparkova. Und ja, schade, dass da noch nicht so richtig der Ruck durch das Team aus Halle hier gegangen ist. Bereits 15 Punkte jetzt der Rückstand, 7-22. Keltern spielt hochkonzentriert und auch sicherlich sehr intensiv, aber dennoch ein bisschen mehr könnte sich die Fanbase des MBC sicher hier wünschen. Und auch heute zum Spieltag sind wieder viele Fans gekommen, um dieses letzte Spiel in dieser Saison 2022-23 hier zu unterstützen. Und das war das erste persönliche Foul für die eingewechselte Gergana Ivanova an Barbora Kasparkova, die da gut wieder von Joyce Cousin-Smith bedient wurde. Der zweite der beiden Freiwürfe geht rein. Und dann geht es bei Keltern wieder schnell. Rachel Arthur wieder an der Dreierlinie frei. Das ist der erste, den sie ja nicht verwandeln kann. Aber da ist Keltern wacher in diesem Angriff. Auch die Transition ist tatsächlich deutlich agiler bei Keltern. Und weiterhin gibt es die Ganzfeldverteidigung. Dann gibt es hier den nächsten Wechsel. Für Halle steht Elea Gaba wieder auf dem Parkett. Und erstmals mit der Nummer 5 für Keltern Lynn Schüler. Gutes Anspiel von Laura Schinke. Elea Gaba nutzt da die keine Verteidigung in Anführungsstrichen aus und dann
die nächsten Punkte für den MBC zum 10:24. Ah, hier jetzt die Doppelverteidigung und auch hier mal ein bisschen Wake-up beim Gieserlines MBC. Ballgewinn und Wechsel für die Nummer 4, Veronika Remenarova, kommt Alex Kisrask zurück in die Partie. Laura Schinke im 1-1 gegen Kisrask und dann wird Ilia Gaber unterm Korb gesucht, macht das da gut, setzt sich gegen Alex Kisrask durch zum 12:24 und Halle in der Verteidigung. Lynn Schüler und auch Alex Kisrask haben im Lauf der Saison beide einen Nasenbruch erlitten. Aus diesem Grund tragen sie die Schutzmasken im Gesicht, um dem noch wahrscheinlich im Knochenaufbau befindlichen Heilungsprozess da ein bisschen Sicherung zu gebieten. Die Löwinnen schaffen es jetzt hier gerade besser, die Verteidigung von Keltern zu überspielen. Lea Gaber aber nicht erfolgreich hier bei diesem Mitteldistanzwurf. Keltern im Setplay. Och, Foul von Joyce Cousin-Smith an Nummer 23, Gergana Ivanova. Wechsel für Rachel Arthur, die hier wirklich einen starken Auftakt in diesem Viertel gemacht hat. 11 Punkte bereits für die 28-Jährige. Und sie bekommt jetzt ihre Pause. Alex Wilke zurück und Sarah Mortensen auch wieder zurück in der Partie für ihre kleine Beek. Den Schüler mit dem Dreierversuch, der ist nicht erfolgreich. Und da hat Adrian Webb fast den Rebound gegen drei Löwinnen geholt, aber der Ball landet bei Joyce Cousin-Smith. Und dann geht's ins 2-2 von Laura Schinke und Ilia Gaber. Mortensen mit dem Offensiv-Rebound. Und da ist Ilia Gaber ein bisschen im Weg gerade für das Handoff von Joyce Cousin-Smith. Und die steckt da schön zu. Wow! Ilia Gaber rettet da noch diesen Assist von Joyce Cousin-Smith. Ich glaube, das war nicht ganz geplant, aber ja, das Glück des Tüchtigen, denn Ilia Gaber macht das hier gut. Sie muss ja die Topscorerin der Löwinnen ersetzen. Und zwar Uju Ugoka, die mit 9 Rebounds und 17 Punkten pro Spiel eigentlich hier eine wichtige Größe unter dem Korb der Hallenserinnen ist. Aber Ilia Gaber schmeißt sich da heute mit all ihrer Kraft in die Partie, auch schon beim letzten Entschuldigung. Moment bitte. Entschuldigung, jetzt hatte ich mich in meinem Redeschwall verschluckt. Danke an meinen Technikkollegen Ralf, der mich hier gerade kurz wieder von diesem Verschlucker befreit hat. Ja, hatte ich jetzt also kurz verschluckt, dass Ilia Gaber bereits beim Spiel gegen Osnabrück hier gezeigt hat, dass wenn sie Einsatz und ein bisschen Vertrauen bekommt, doch auch eine wichtige Rolle im Team des Gieserlines MBC spielen kann. Weiter geht's nach der Auszeit, die Goran Loju hier genommen hat. Noch eine Minute in diesem ersten Viertel.
Und wieder geht's über Elia Gaba, die sich da nochmal ziemlich gut durchsetzt. Der Ball springt raus. Glück also für Keltern, dass Gaba da nicht noch einen dieser Würfe verwandelt. Adrian Webb auf der Gegenseite jedoch erfolgreich mit dem Sprungwurf aus der Ecke. Und dann gehen wir hier in den vorletzten Angriff dieser ersten Viertelsequenz. Lotta Stach versucht da über Kiss Rust überzuwerfen. Nochmal der Fastbreak-Versuch von Webb auf Wilke, die sich da in der Transition-Offensive vorgeschlichen hat. Aber der Ball ist ein bisschen zu weit. Und den Lions bleiben jetzt hier noch 6,6 Sekunden, um vielleicht den Rückstand noch etwas zu verkürzen. Und das geht über Laura Schinkel, Mortensen, die unglücklicherweise mit dem Fuß im Aus steht und deshalb bei Verlust sind noch also 0,5 Sekunden, die Keltern jetzt hier noch für den einen Angriff bleiben. Ja, 0,5 Sekunden ist nicht genug Zeit. Aber ja, Fazit dieser ersten 10 Minuten mit einem starken Start, angetrieben von Rachel Arthur, die hier mit 3 Dreiern in Folge zu Beginn der Saison schon gleich klare Verhältnisse geschaffen hat, ist der Gießen Lions MBC besser in die Partie gekommen. Bei dem Teamvergleich sehen wir, dass vor allem das Rebound-Verhältnis auf Seiten der Gäste liegt. 9 Rebounds für die Rotronics, das Keltern, 4 lediglich für Halle. Für den Gießen Lions MBC sind es auch bislang erst 3 Assists, die in der Statistik verbucht werden konnten. Auch hier Keltern mit 7 deutlich vorn. Auch bei den Korbwürfen lässt der Gießen Lions MBC wieder ein bisschen zu viel liegen. 5 von 11 aus dem 2-Punkte-Bereich sind da ja sicherlich ausbaufähig. Starke Statistik, wie gesagt, für den Rotronic Stars Keltern, für die Rotronic Stars Keltern mit 45% von der Dreierlinie. 5 von 11 sind da bereits reingefallen. Das Team aus Keltern steht bereits wieder auf dem Parkett. Auch der Gießen Lions MBC kommt dazu. Und Einwurf gibt es für den Gießen Lions MBC. Also der Zwischenstand. Ende des ersten Viertels konnten der Gießen Lions MBC ein bisschen mithalten. Zwei von Joyce Cousin-Smith und Lotta Stach muss hier jetzt den Notwurf nehmen. Da haben sich Joyce Cousin-Smith, Barbora Kasperkov und Lotta Stach so ein bisschen auf der Seite gegen die Verteidigung von Keltern festgespielt. Am besten, unser Coach hat immer gesagt, in solchen Situationen nochmal auf die Weak Side, also die andere Seite, den Ball rüberswingen, um Raum zu schaffen. Aber es geht weiter hier. Für Keltern, Alex Kiss-Rusk versucht es gleich wieder mit einem Dreier, aber der ist nicht erfolgreich und Halle im Angriff. Wieder schönes Anspiel von Joyce Cousin-Smith an Barbora Kasperkova und diesen macht sie rein. Linker Haken für die Nummer 10 und Freiwürfe für Barbora.
Für Lotta Stach kommt Merit Kleine-Brick zurück in die Partie. Und auch den verwandelt sie. Schönes 3-Punkt-Spiel, 17 zu 26 der Zwischenstand. Ja, da ist das Mismatch unter den Körben. Alex Kiss-Rusk nutzt da die Situation. Und dann Adrienne Webb mit einem schnellen Einsatz. Hoffentlich hat sie sich da beim Sturz in die Tribüne nicht irgendwie wehgetan. Und dann gibt es hier das Guard-Duell. Alex Wilke lässt Joyce Cousins-Smith da wenig Platz. Aber dann gibt es hier den ersten Dreierversuch von Cousins-Smith und Mortensen holt sich da schön den Offensiv-Rebound, wird dann von Alex Kiss-Rusk aber geblockt. Ein Kick-In und dann der verpasste Fast-Break von Lynn Schüler. Ein bisschen Run-and-Gun jetzt hier zu Beginn dieses zweiten Viertels. Und noch 10 Sekunden für den Iserlines MBC und der nächste Block von Alex Kiss-Rusk. Sie macht 1,1 Blocks pro Partie im Durchschnitt. Und Goran Nojo möchte hier den ersten Wechsel vollführen für Lynn Schüler. Und Geragana Ivanova kommen, Rachel Arthur und Linda Lotterell-Letoranta wieder zurück in die Partie. Eine Sekunde bleibt noch. Sarah Mortensen muss den Dreier nehmen. Er ist nicht drin. Aber Ausball, Einwurf, Keltern. Ja, wir sehen Alex Wilke am Ball. Sie wechselte für die Saison 2022-23 zum Team von Keltern, Nationalspielerin, und groß geworden ist sie in Marburg, hat dort viele Höhen und Tiefen erlebt, sich zu einer, eben wie gesagt, Nationalspielerin entwickelt und dann den Schritt nach Keltern gewagt, um auch international spielen zu können. Laura Schinke hier gut gegen die intensive Verteidigung von Letoranta durchgesetzt. Und dann wird Joyce Cousins-Smith hier hart angegangen und bekommt den Foulpfiff. Rachel Arthur mit ihrem zweiten persönlichen Foul. Und da finde ich, gibt es gar keine Beschwerdenotwendigkeit, wenn das war bereits schon im Vorfeld das erste Foul beim Zug zum Korb und dann auch beim Abschluss war ganz klar die Hüfte im Spiel. Also folgerichtig dieser Foulpfiff, zweites Teamfoul jetzt hier für Keltern. Und Keltern mit ein bisschen Startschwierigkeiten in diesem zweiten Viertel. Bereits 3 Minuten sind, oder na, um genau zu sein, 2:51 sind gespielt und es gibt noch kein Scoring für Keltern in diesem zweiten Viertel. Halle mit diesen 2 getroffenen Freiwürfen bereits 5, also Rückstand nur noch 7 Punkte, jetzt 19 zu 26. Und Keltern im Angriff. Ja, stark gemacht von Rachel Arthur, da hat Sarah Mortensen gar nicht auf sie geachtet. Und dann gut zugespielt von Veronika Remenarova zum nächsten erfolgreichen Korb für Keltern. Nächster Block für Keltern auch. Wieder Remenarova. Und Schrittfehler verdächtig von Wilke, aber Kiss-Rusk kann sich da nicht durchsetzen im Mismatch. Und dann das Foul von Elia Gaber. Zweites persönliches für sie.
Einwurf. Keltern 14 Sekunden auf der Shotclock für diesen Angriff. 6:15 noch im zweiten Viertel zu spielen. Lena Lotte Litteranta, hatte ich gesagt, hat erst heute ihr viertes Spiel im grünen Trikot. Sie konnte noch mit dem letzten möglichen Termin verpflichtet werden, um Emanuela Mayombo zu ersetzen. Sie kommt vom finnischen Tabellenführer Pekka und war bereits vorher für Keltern aktiv. Wieder Offensiv-Rebound von Sarah Mortensen. Die macht das hier gut, immer wieder zum offensiven Brett zu gehen. Und dann wird Elea Gaber wieder unterm Korb gesucht und macht ihren kurzen Haken. Nicht erfolgreich, wieder Mortensen. Da wird Rachel Arthur sicherlich noch ein bisschen an ihrer Ausbautätigkeit kämpfen, arbeiten müssen. Und dann gibt es den Fußball. Call gegen Alex Kiss-Rusk. Laura Schinke da im Glück, hat sie fast den Ball im Dribbeln verloren. Aber 14 neue Sekunden, Entschuldigung, für den Gieserleins MBC in diesem Angriff. Nochmal Fußball. Einwurf bleibt bei Joyce Cousin-Smith. Und Sarah Mortensen aus der Ecke wird gefoult beim Wurf, der sogar noch kurz reingeguckt hat. Und dann gibt es gleich noch das technische Foul hinterher. Da hat sich Veronika Remenarova noch nachträglich aufgeregt. Die Slowakin. Eigentlich verlässliche Größe im Team von Goran Lojo. Und deswegen gibt es jetzt hier einige Freiwürfe für Sarah Mortensen. Der erste wird gegen für das technische Foul ausgeführt. Und dann gibt es zwei weitere Freiwürfe, bei dem nun alle Spielerinnen wieder an der Zonenlinie stehen dürfen. Das sind dann die Freiwürfe, die es aufgrund des Wurfs gab, also aufgrund des Fouls beim Wurf gab. Auch den zweiten verwandelt sie da. Und der dritte bleibt verwehrt. Dennoch 21-28 der Zwischenstand hier aus Sicht des Gieser Lions MBC. 5:21 noch zu spielen. Und Alex Wilke mit ihrem nächsten 3-Punkte-Wurf erfolgreich. 8 Punkte jetzt für die Nummer 3 und 10 Punkte wieder die Führung für Keltern. Schnelle Verteidigung und gute Hände von Keltern hier. Einwurf gibt's. Nach diesem Ausball für den Gieser Lions MBC unter dem Korb. Geht über Laura Schinke. Schade, Merit Kleinebeek war da gut freigespielt. Lea Gaber nimmt den Wurf aus der Ecke. Er ist nicht drin. Aber dadurch, dass der Ball den Korb nicht berührt hat, ist die 24 Sekunden Uhr abgelaufen und Wechsel für Lea Gaber. Kommt Barbora Kasperkova zurück ins Spiel. Ja, jetzt geht es für den Gieser Lions MBC, hier die doch gute Anfangsphase des zweiten Viertels nicht abreißen zu lassen. 10 Punkte sind nicht schön, aber auch aufholbar, aber Keltern bleibt eiskalt von der Dreierlinie und 13 Punkte ist die Führung wiederhergestellt, also deshalb die Auszeit von Katharina Hatzidaki hier, um ihr Team wieder neu einzustellen. Ja,
Diotronics das Keltern ja, wie schon zu Beginn des Spiels gesagt, auf Platz 2 der Tabelle mit Ambition natürlich, wie so oft in den vergangenen Jahren, das Finale zu erreichen. Auch im Top 4 des Pokals sind sie vertreten, werden im Halbfinale gegen Hannover bereits eins der Spitzenspiele der Saison bestreiten müssen, aber sie hatten eine wirklich sehr durchwachsene Saison, genauso wie auch der Giesa Lions MBC mit Abgängen zu kämpfen hatte, unabhängig von den Verletzungssorgen, die es hier auch in Halle immer wieder gab, aber davon kann auch Keltern ein Lied singen. Insgesamt haben sie vor allem ihre Topscorerin Crystal Vaughn, die auch in Halle gut bekannt ist aus ihren starken Spielen in den Vorsaisons. Sie konnte nur 10 Spiele machen und musste dann aufgrund einer Innenbandverletzung aussetzen. Die Hoffnung ist natürlich, dass sie zum den Playoffs wieder einsatzfähig ist. Außerdem Oshlyn Brown verletzte sich nach 6 Spielen. Dann hatte ich ja schon von den Nasenbrüchen von Lynn Schüler und Alex Kiss-Rusk berichtet. Dann, um es noch kurz zu Ende zu bringen, sind die Spielerinnen Alina Hartmann und Emanuela Mayombo im Verlauf der Saison also aus persönlichen Gründen vom Spielbetrieb zurückgetreten. Und dadurch gab es also immer einen munteren Personalwechsel und der ist auch auf der Trainerbank gewesen. Gestartet war die Saison mit Timur Topal, der dann durch Christian Hergenröther interimsmäßig ersetzt wurde, bis Goran Dojo hier als Coach an der Seitenlinie die Saison zu Ende bringen wird. Nach diesem Foul von Rachel Arthur, die hier das fünfte Teamfoul für Keltern bereits begangen hat und damit auch ihr drittes, gab es Freiwürfe und dann der nächste Dreier für Keltern beim Stand von 22 zu 37 ist wieder der höchste Abstand, den wir schon im ersten Viertel gesehen hatten, eingestellt. 15 Punkte der Rückstand. Auch mal ein Dreierversuch von Laura Schinke, der geht nicht rein, aber Barbara Kaskopakova holt sich da den Rebound und dann gibt es das Foul von der Nummer 33, Sarah Mortensen beim Rebounding, erstes persönliches Foul, zweites Teamfoul hier und Einwurf Keltern. Alex Wilke, schön abgelegt auf Alex Kiss-Rusk und die nächsten Punkte für die Gäste. Ja, 8 von 18 Dreiern, das ist wirklich stark für eine erste Halbzeit in einer Auswärtshalle. Da muss man wirklich den Hut ziehen vor den Kelterner Spielerinnen. Und dann das unsportliche Foul von Barbora Kasperkova. Brustfoul würde ich das nennen. Es gibt also den Wechsel für Sarah Mortensen und Barbora Kasperkova. Kommen Elia Gaba und Lotta Stach zurück in die Partie. Und dann gibt es jetzt hier erstmal den Freiwurf wegen des unsportlichen Fouls. Gergana Ivanova gehört auch zu den Nachverpflichtungen im Januar 2023. Sie war vorher aktiv für den bulgarischen Spitzenreiter Beroe und wurde hier also als Guard nachverpflichtet, um die Personalsorgen von Keltern ein bisschen zu lindern.
Gaganova versucht es mit dem Notdreier und Einwurf nach dem Ausball für den Gieselines MBC. Nächster Dreierversuch von Laura Schinke. Schöne Aktion, 25 zu 40. Ivanova mit dem Floater über das Brett. Schwerer Wurf. Zweites persönliches Foul von Joyce Cousin-Smith. Und ein Freiwurf für die Nummer 23. Und Wechsel. Zweites persönliches Foul für Joyce Cousin-Smith. Und Sarah Mortensen kommt zurück ins Spiel. Über mehrere kleine Beek, die da gegen Ivanova im Mismatch ist, aber sie nutzt dann doch nicht ihre Chance. Und der nächste Ballverlust von Laura Schinke auf Elia Gaba. Und Kelt dann im Angriff. Schwerer. Gut verteidigter Wurf von Alex Kisrust und noch 1:30 zu spielen hier in diesem zweiten Viertel. Ihre kleine Weg wieder im Mismatch, den sollte sie diesmal versuchen, das schafft sie nicht. Mortensen wieder mit dem Offensivrebound, aber auch der Tip-In gelingt ihr leider nicht. Schade für die Nummer 33 vom MBC. Nächster Dreier. Wahnsinn, was Keltern hier von der Distanz verwandelt. 9 Dreier jetzt. Und das sind ja dann nach Ada Brise schon gleich mal 27 Punkte. Die von der Dreierlinie gefallen sind. Einwurf gibt's für Halle nach diesem Stil von Laura Schinke, da scheint die Hüfte von Ivanova noch dran gewesen zu sein. Und deshalb gibt es also Einwurf Gieselines MBC. Aus ihrer Perspektive war das sicher nicht so richtig sichtbar. Ich bin auf der ihnen gegenüberliegenden Seite in der Technikkabine. Da würde ich die Entscheidung so mittragen. Schön gespielt von Laura Schinkel auf Elia Gaba, die jetzt für Freiwürfe an die Linie geht. Alex Kisrusk mit dem zweiten persönlichen Foul und also Freiwürfe für Gaba. Thank you.
Der zweite ist drin. 7 Sekunden noch und da gut verteidigt von Elia Gaba. Und Einwurf bei 3,6 Sekunden für Keltern. Goran Lujo ist damit den Entscheidungen, glaube ich, nicht so zufrieden. Ich weiß jetzt gar nicht so recht, was sein Unmut da hervorgerufen hat. Bleibt aber beim Einwurf für Keltern für die letzten 3,6 Sekunden. Und da macht Alex Kisrust noch einen starken letzten Korb. 26 zu 50 der Zwischenstand. Das ist natürlich schon mal eine fast uneinholbare Distanz. 24 Punkte. Und das sah gar nicht zwingend über das gesamte Viertel so aus. Bis auf 7 Punkte hatten sich die Gießer Lions herangekämpft in der 4. Minute des 2. Viertels. Also nach 14 gespielten Minuten stand es 19 zu 26 bzw. 19 zu 28, aber dann mit einer wirklich unschlagbaren Trefferquote vom 3-Punkte-Bereich hat sich Keltern da wieder abgesetzt und führt deshalb jetzt hier verdient mit doch einem extremen Vorsprung. Was der Gießer 1 MBC deutlich besser gemacht hat im 2. Viertel, war das Rebounding. Da haben sie jetzt sogar nach vorne gekämpft. 13 Rebounds für Halle und 12 für Keltern. Aber gerade auf der Ebene der Turnover mit 11 zu 5 spricht das doch Bände. Zum einen für eine gute Verteidigung, zum anderen für immer noch doch Abstimmungsschwierigkeiten auf Seiten der Gießer 1 MBC. Und eine Achillesferse, die das Team von Katharina Zidaki die gesamte Saison über begleitet, ist die schlechte Quote aus dem 2-Punkt-Bereich. 6 von 19 aus dem Feld. Das ist schade, denn 19 Würfe haben sie sich erarbeitet. Für Keltern sind es 10 von 11. Sie haben deutlich mehr von der Dreierlinie geworfen, 9 von 19. Ja, dann folgerichtig doch dieser große Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Wir hören uns nach der Halbzeitpause. Bis dahin.
Thank you.
natürlich allen Unterstützern des Vereins MBC oder anderen müssen auch heute hier in der SWH Arena das Team der Hilfsorganisation planen. Ihr könnt euch informieren, wie ihr eine Partnerschaft für ein Kind auf dieser Welt übernehmen könnt, um ihnen eine beste Zukunft zu geben. Planen findet ihr gleich oben in der SWH Arena am Eingang. Frau Papa wird euch alles Wichtige dazu erzählen. Plan, Kinderhilfsorganisation, ein Unterstützer des Gieselines MBC. So, und zurück in der SWH-Arena hier beim Spiel des Gieselines MBC gegen die Rotronic Stars Keltern. Der Zwischenstand ist eindeutig, 26 zu 50 steht es hier nach 20 gespielten Minuten. Keltern spielt eine sehr intensive Verteidigung und forciert dadurch beim Gieselines MBC viele Turnover. Außerdem gelingt es ihnen immer wieder, ihre sehr starken Schützinnen an die Dreierlinie zu
an der Dreierlinie so zu positionieren, dass sie relativ offene Würfe haben. Insgesamt sind den Kelternerinnen bereits 9 von 19 Dreiern gelungen und dadurch auch bereits 3 Spielerinnen im zweistelligen Bereich, alle die an den vielen Dreiern beteiligt waren. Linda Lotta Litoranta, Alexandra Wilke und Rachel Arthur, bei alle bereits zweistellig. Bei den Gieser Lions ist bisher noch keine Spielerin im zweistelligen Bereich. Topscorerin hier mit 7 Punkten Elia Gaber, die hier auch wieder gleich zu Beginn der Partie am Ball ist. Hat da Pech im Abschluss. Der Ball schon in and out. Und Keltern im Angriff. Gute Verteidigung. Da Ballverlust, Alex Wilke, Einwurf. Gisela ins MBC, Joyce Cousin-Smith baut die Angriffssituation auf. Aus der Mitteldistanz für die Französin. Einwurfhalle. Dann gibt es das nächste Foul für Keltern. Das ist bereits das dritte persönliche Foul von Veronika Remenarova. Erstes Teamfoul und Einwurf Gieser Lions MBC. Laura Schinke tankt sich dadurch, aber wieder Sarah Mortensen mit dem Offensivrebound, die dich da auch weiter immer wieder auf den Boden schmeißt. Sogar hier auch noch die Zeit sich nimmt, um zu horchen, ob Alex Wilke okay ist. Und dann hier gleich den nächsten Steal holt. Und weiter geht es hier mit dem nächsten Versuch. 3 Sekunden und Ballverlust Gieser Lions MBC. Nächster Ballverlust für Keltern. Sarah Mortensen muss jetzt hier mal den Ball bringen gegen Alex Wilke, da Keltern wieder übers gesamte Feld verteidigt. Und dadurch viel Zeit von der Uhr nimmt für den Angriff der Gieser Lions. Kasparkova aus der Mitteldistanz erfolgreich zum 30-50 Zwischenstand. Und Lea Gaber hat da einen kleinen Schlag an den Kopf bekommen. Aber alles okay. Und Defense für den MBC. Ja, da ist Barbora Kasparkova zu weit weg. Alex Wilke eiskalt weiter von der Dreierlinie. 14 Punkte jetzt für die Nummer 3. Und Offensivfoul
von Elia Gaba ist ihr drittes persönliches Foul. Erstes Team vor Halle. Schrittfehler von Arthur und Einwurf MBC. Lea Gaba versucht es aus der Mitteldistanz. Eigentlich gut rausgespielt. Und wieder Mortensen und Foul von Veronika. Remenarova. Sie bekommt eine Pause, weil es bereits ihr viertes Foul war, hatte ich schon gesagt. Und deswegen kommt Adrian Webb zurück in die Partie. Und für Elia Gaba ist Merit Kleinebeek zurück auf dem Spielfeld. Sarah Mortensen für Freiwürfe an die Linie. Bringt ihre Mannschaft ein bisschen wieder näher ran. 32 zu 53 jetzt der Zwischenstand. Webb nach diesem Foul beim Korbleger an der Freiwurflinie. Da ist sie beides mal erfolgreich. Sie ist eine der konstanten Spielerinnen in Keltern mit 9,6 Punkten pro Spiel bei 23 gespielten Minuten. Ganz wichtig, aber auf der Gegenseite gibt es auch nochmal die Möglichkeit, Scoring zu machen. Das war jetzt Laura Schinke mit einem Dreier. 34 zu 55 der Zwischenstand. Und dann passiert Alex Kiss-Rusk hier ein unglücklicher Turnover. Sie steht mit der Linie, mit dem Fuß auf der Linie beim Einwurf und schenkt damit den Giza Lions MBC einen Einwurf. Und dann gibt es das Foul gegen Adrian Webb. Der Nummer 10, zweites persönliches Foul, drittes Teamfoul jetzt für Keltern und Merit Kleinebeek, die auch eben gefoult wurde, kann hier Einwurf für ihre Mannschaft machen. Ja, schön gesehen von der Spielerin mit der 33, Sarah Mortensen, leitet da einen guten Pass. Reigen ein über Barbora Kasparkova, Joyce Cousin-Smith, die eigentlich schon für den Dreier freistand, findet dann noch Merit Kleinebeek, die zum 37 zu 55 einnetzt. Kiss-Rusk wird da von Laura Schinke gefoult beim Wurf. Gut ausgespielt von Keltern hier. Wie gesagt, Alex Kiss-Rusk mit 1,94 Meter hier, sicher die größte Spielerin auf dem Feld und schwer zu verteidigen für das doch kleinere Team aus Halle. Zweites persönliches für Laura und Alex Kiss-Rusk hier mit ihren Punkten 8 und 9. Dann gab es hier jetzt fast den bestraften Ballverlust für den Giza Lions MBC. Aber am Ende ist hier noch
Glück im Unglück aus Balduich-Keltern. Halle im Angriff. Sarah Mortensen, schönes Anspiel auf Barbora Kasparkova, die da erneut geblockt wird von Kiss Rusk. Bleibt dem Giselains MBC jedoch immer noch Zeit, den Angriff erfolgreich abzuschließen. 3,7 Sekunden auf der Uhr. Und Sarah Mortensen macht es alleine und macht es erfolgreich zum 39:57. Foul von Laura Schinke, viertes Teamfoul, drittes persönliches jetzt für die, für sie. Für sie kommt deswegen auch Lotta Schach jetzt in die Partie. Laura Schinke soll natürlich nicht so schnell ihr viertes Foul machen. Deshalb jetzt hier der Wechsel und dann rotieren die Damen vom MBC und finden wieder frei Alex Wilke. Aber von Barbora Kasparkova gab es da ein Foul zwischendurch, auch sie das dritte persönliche, fünftes Teamfoul jetzt, deswegen Freiwürfe für Keltern mit jedem neuerlichen Foulpfiff ab jetzt. Einer von beiden ist erfolgreich, dann gibt es den Wechsel bei Keltern. Für Linda Lotta Letoranta kommt Gergana Ivanova zurück in die Partie. Fünf Sekunden noch, das muss Joyce Cousin-Smith alleine machen, macht es auch erfolgreich zum 41:58 Zwischenstand. Adrienne Webb, ja, das ist ein wirklich schneller erster Schritt hier von der Amerikanerin. Merit Kleinebeek fault. Freiwürfe für Webb. Webb jetzt mit 5 Punkten nach diesem einen erfolgreichen Freiwurf. Drei Sekunden jetzt. Und Joyce Cousin-Smith hätte da gerne eine Spielerin gehabt, die zum Korb oder in ihre Nähe gecuttet ist. Wäre, Entschuldigung. Acht Sekunden bleibt jetzt Keltern noch für diesen Angriff und das geht gut über Cousins, über Webb. Dann wird diese gefoult von Joyce Cousin-Smith. Und da gibt es wieder Freiwürfe. Viele Freiwürfe jetzt aufgrund der
frühzeitigen Foulbelastung für Keltern. Bislang haben sie daraus noch nicht so viel gemacht. Also sie haben natürlich auch getroffen, aber die Quote ist nicht ganz so stark. ...69%. Aber jetzt Adrian Webb mit zwei erfolgreichen. Und Auszeit jetzt für den Kieser 1 MBC. Huch. Und 15:11 der Zwischenstand in diesem dritten Viertel. Ja, und dann können wir eventuell nochmal auf die anderen Partien am heutigen Spieltag schauen. Ich hatte ja vorhin schon die Partien genannt. In Freiburg steht es gegen Marburg derzeit 53-67. Die Marburgerinnen hatten sich ja am vergangenen Wochenende ein bisschen freigespielt. Mit 73-61 gelang zu Hause ein Heimsieg. Ja, mehr oder weniger unerwartet, aber insbesondere im letzten Viertel durch vier starke Dreier von Kapitänin Marie Berthold konnten die Marburgerinnen den dritten Saisonsieg einfahren. Und jetzt liegen sie gerade in Freiburg mit 53-67 vorn, also als Gastmannschaft, und werden sich, wenn sie dort gewinnen, am Kieser 1 MBC vorbeischieben und damit den 9. Platz in der Tabelle einnehmen. Ferner TC spielt zu Hause derzeit gegen die Aigner Agels aus Nördlingen, 53-42. Und die Girolife Panthers liegen im dritten Viertel 54-51 gegen die TK Hannover Luchse vorn. Unterdessen geht es hier weiter. Foul gibt es gegen Gergana Ivanova. Und viertes Team-Foul jetzt auch für Keltern. Ivanova mit ihrem zweiten persönlichen Foul. Wieder über Lea Gaba, und die nutzt da gut ihre Größe aus. Alex Kiss-Russ kam diesmal nicht an den Ball zum Blocken. 18 Punkte der Rückstand. Den Schüler in der Seite, Kiss-Russ für drei. Nicht erfolgreich, aber sie holt ihren eigenen Offensivrebound und bedient dann schön Adrian Webb, die aber mit ein bisschen zu viel Schwung leider diesen Korbleger nicht verwandelt und dann geht es bei Halle weiter. Lotta Stach, eigentlich schöne Aktion von der Nummer 14. Einwurf Keltern für Joyce Cousin-Smith kommt Laura Schinke und für Sarah Mortensen kommt Lee Oswald das erste Mal in die Partie. 2:17 noch in diesem dritten Viertel zu spielen. Foul von Stach an Ivanova. Freiwürfe für die Nummer 23 aus Bulgarien. Nachdem sie den ersten verworfen hat, kann sie sich beim zweiten mit einem Punkt belohnen. 5 Punkte jetzt für sie.
43:62 der Zwischenstand. Wieder über Elia Gaber, Lilly Oswald an der Dreierlinie frei. Oh, Pech für die Nummer 16. Rebound bei Keltern und Fastbreak-Möglichkeit. Wieder über Alex Wilke für 3 und da ist sie weiter saustark. 65 Punkte jetzt und 17, Entschuldigung, für Alex Wilke. Barbora Kasperkova aus der Mitteldistanz. Nicht erfolgreich. Vektoraktion von Lynn Schüler. Gut bedient, aber nicht erfolgreich. Dafür der Fastbreak und das gute Passspiel von Elia Gaber auf Barbora Kasperkova. 4:2 Punkten, Foul von Adrian Webb. Drittes persönliches, auch fünftes Teamfoul jetzt für Keltern. Und neben diesem End-One gibt es noch einen Bonus-Freiwurf. Also mit dem End-One gibt es natürlich jetzt noch den Bonus-Freiwurf für Barbora Kasperkova. Hier verwandelt sie, 10 Punkte jetzt auch für sie. Sie ist die zweite Löwin im zweistelligen Punktebereich. Sarah Mortensen hat bereits die 2-Punkte-Grenze, die 10-Punkte-Grenze geknackt. Wilke gegen Gaber, Adrian Webb. Schrittfehler von der Nummer 10. Einwurf Barbora Kasperkova für den Gieselines MBC. Noch 32,5 Sekunden. In diesem dritten Viertel, was die Löwinnen hier, wenn sie das konzentriert zu Ende spielen, für sich entscheiden können, dieses dritte Viertel. Lotta Stach, oh, da war sie ganz frei. Und da muss sie auch einfach den Wurf mal nehmen. Offensivfoul gibt es dann für Barbora Kasperkova, die damit ihr viertes persönliches Foul gemacht hat. Aber da darf Lotta Stach diesen Dreier einfach mal nehmen. Und 10 Sekunden bleiben. Und wieder Foul. Unglücklich von Elia Gaber. Das war auch ihr viertes persönliches Foul. Und Ivanova geht an die Linie. Noch 4 Sekunden. Das macht Laura Schinke selber. Dem weiten Dreier. Und ungeachtet der 2 Punkte jetzt hier zum Ende von der Freiwurflinie gewinnen die Gieser Lions dieses dritte Viertel 20:17. Ein kleiner positiver Aspekt in diesem doch sehr deutlichen Spiel. Ball. Auf die Gier, Gier. Ja, wir fangen zu. So. Hier gibt es noch welche. Flügel, ein. Kommt es leer, da hinten ist noch ein Ball hingestellt. Hoch, zu den Fallen hochwerfen, schnell. Natürlich.
der 6x32 gilt, präsentiert von der Mitteldeutschen Zeitung für das Heimspiel des Gymnastics MBT am 14. März gegen Alba Berlin in der Stadthalle. Ja, während die Saison für den Gieselines MBC nach dem kommenden Spieltag zu Ende geht, geht die Bundesliga-Saison für das Herrenteam, dieses Tenix MBC, noch lange weiter. Sie konnten sich gestern mit einer spektakulären Performance 102-78 gegen die Rivalen aus Rostock durchsetzen und haben sich damit eine gute Position in der Tabelle erkämpft. Platz 12 von 18, also unteres Mittelfeld, ist eine gute Zwischenbilanz nach 21 gespielten Partien, 9 Siege und 12 Niederlagen. Wir starten also jetzt ins Schlussviertel beim Rückstand von 21 Punkten. Ballgewinn Gieselines MBC. Und nächster Dreierversuch von Sarah Mortensen, die hier den Dreier verwirft. Und das Foul geht an Laura Schinkel. Auch für sie jetzt das vierte persönliche Foul. Und Einwurf Keltern. Dreierversuch von Lynn Schüler, der ist nicht erfolgreich. Zehn Sekunden noch auf der Shot Clock. Auch hier der Ballverlust. Fehlpass von Mortensen auf Gaba. Einwurf Keltern. Nächster Dreierversuch von Linda Lotta Littoranta, die weiter sehr erfolgreich von der Dreierlinie bleibt. 24 Punkte jetzt wieder der Rückstand als Auftaktscore hier in dieses vierte und letzte Viertel. Paul von Veronika Remenarova und da geht sie schon auf dem Weg zur Seitenlinie, denn es ist ihr fünftes persönliches Foul, erstes Team-Foul und es bleibt Einwurf oder Ballbesitz beim Gieselines MBC. 14 Sekunden noch auf der Uhr nach diesem Foul für diesen Angriff. Schwierigkeiten hier einen sinnvollen Wurf abzusetzen, aber dann Glück im Unglück für Laura Schinkel, die hier beim Dreier gefoult wird und Littoranta, die erfahrene Finnin, möchte natürlich den Foul-Call nicht bekommen haben, ist ihr zweites persönliches Foul, also alles gut. Für die 31-Jährige dennoch gibt es die drei Freiwürfe für Laura Schinkel.
Und den dritten verwandelt sie auch zum 48 zu 70 Zwischenstand. Gute Verteidigung da von Merit Kleinebeek. Der Schiedsrichter sieht das etwas anders. Drittes persönliches Foul für die Nummer 19 und Kelt dann Einwurf an der Grundlinie. Ivanova diesmal für 3. Sie hat, glaube ich, noch keinen Dreier getroffen am heutigen Spieltag, aber gutes Offensiv-Rebound-Verhalten von Adrienne Webb, die dann gefoult wird. Und das war das vierte persönliche Foul für Merit Kleinebeek. Jetzt sind 4 Spielerinnen des Gieselins MBC mit 4 Fouls belastet. Schinkel, Kasparkova, Gaba und auch Kleinebeek. Es sind noch 7 Minuten 26 zu spielen. Das könnte mit dem Kader noch relativ sportlich werden hinten raus für das Team von Katharina Hatzidaki. Timeout. Einen letzten Spieltag wird es noch geben. Am kommenden Wochenende, 12. März, wird diese Hauptrunde in der Toyota Damen-Basketball-Bundesliga beendet werden. Für die Rotronic Stars Keltern wird es ein Heimspiel gegen Herne geben. Und der Gieselins MBC fährt zum letzten Spieltag noch quer durch die Republik zum Team von den Nexio Royals aus Saar Louis. Und während für den Gieselins MBC dann sich nicht mehr wirklich was ändern wird, ist es für das Team aus Saar Louis, das vor kurzem erst nochmal den Trainer gewechselt hat, noch relevant, denn die Möglichkeit besteht hier noch den 6. Platz in der Tabelle eventuell zu bekommen. Das hängt natürlich aber auch von den anderen Partien am letzten Spieltag ab. Ja. Also so wird das nichts mehr mit der kleinen Aufholjagd. Ein ganz einfacher Ballverlust, der in die Hände von Linda Lotta Letoranta gespielt wird, die schnell Adrienne Webb den Ball übergibt und die 2 Punkte verwandelt. Schon sind es 25 Punkte Unterschied, nicht nur noch. Und wieder Elia Gaba, die sich da durchsetzen kann, aber Pech im Abschluss. Der eine oder andere Fan hätte da gerne einen Foulpfiff gehabt. Aber Kiss Rusk auf der Gegenseite treffsicherer. Schöner Pass von Sarah Mortensen auf Merit Kleinebeek, die ihren 2. Dreier hier in der Partie versenkt. Und da hat die Rotation bei den Lions nicht stattgefunden und deshalb einfache Punkte wieder für Adrienne Webb, die jetzt auch 12 Punkte in dieser Partie erzielt hat. Schönes Anspiel von Joyce Cousin-Smith auf Merit Kleinebeek, die hier ihre Punkte 7 und 8 verwandeln kann.
Gute Hände von Joyce Cousin-Smith und dann der Fast Break von Laura Schinkel, der wirklich schmerzhaft gewesen wäre, wenn der nicht reingegangen wäre. Es war ganz schön hart verteidigt von Lynn Schüler. Nächster Stil für Joyce Cousin-Smith. Und Aufbau im Gisa Lions MBC-Spiel. Ilea Gaber macht das gut, wird doch wieder... Nehmen Sie es mir nicht übel. Ein bisschen... Lokalmatador bin ich ja dennoch, aber es gibt das Foul gegen Merit Kleine Beek und sie verabschiedet sich heute mit einem guten Spiel, aber dennoch ihrem fünften Foul. Knapp 5 Minuten vor Ende der Partie, 8 Punkte heute für sie. Und das letzte Heimspiel für sie in dieser Saison. Auf der Gegenseite macht es Adrian Webb ganz schnell und einfach weitere Punkte für ihr Team. 2-2 von Mortensen und Gaba. Mortensen tankt sich da schön an Kiss Rust vorbei. 57-79 der Zwischenstand. Rebound Lotta Stach und Laura Schinkel, ist zwar nicht erfolgreich, aber Elea Gaber kann hier den Offensiv-Rebound holen und wird dann doch arg gefoult. Ich bin gespannt, ob das im Wurfversuch gezählt wird oder nicht. Einwurf an der Grundlinie und Wechsel für Sarah Mortensen kommt. Barbora Kasperkova zurück und für Joyce Cousin-Smith kommt Lily Oswald. Wieder Elea Gaber, die da wirklich hart attackiert wird von Cousin Kiss Rusk. Es ist ihr viertes persönliches Foul jetzt. Elea Gaber kann an die Freiwurflinie gehen. Es war auch das vierte Team-Foul. Beide Mannschaften gehen also ab jedem kommenden Foul für Freiwürfe an die Linie. Der zweite ist erfolgreich. 10 Punkte jetzt auch zweistellig für Lea Gaber. Wieder Gergana Ivanova, die hier heute noch nicht sehr erfolgreich von der Linie war. Laura Schinke rettet da den Rebound. Und Gisa Lions MBC im Angriff. 58-79 der Zwischenstand. Lilly Oswald bedient da Barbora Kasperkova. Ivanova mit dem Foul beim Pushing im Postverteidigungszug. Kasperkova kann an die Freiwurflinie gehen. Drittes Foul für Ivanova und Wechsel für Ivanova kommt Alex Wilke zurück in die Partie. Applaus
Einer von beiden geht rein. 20 Punkte jetzt der Rückstand. Und Rachel Arthur ist auch wieder zurück in der Partie. Schrittfehler für die Nummer 22, Einwurf. Gieselein, sein BC. Und Lotta Stach mit dem Dreierversuch. Der ist nicht erfolgreich, aber sie holt sich ihren eigenen Rebound und wird dabei gefoult von Rachel Arthur, die ihr viertes persönliches Foul macht und Lotta Stach an die Linie schickt. Der zweite ist erfolgreich, also auch Punkte für Lotta Stach. Rachel Arthur bewegt sich da über das gesamte Feld mit viel Energie. Dann Alex Wilke weit draußen, aber da ist sie heute wirklich unschlagbar. Von der blauen Linie, gut einen Meter hinter der Dreierlinie. 82 zu 60, der Zwischenstand. Wir haben noch 2 Minuten, 1,56 um genau zu sein, für dieses letzte Heimspiel des Gieselines MBC in der Saison 2022-23. Und die ist sicherlich alles andere als nach Plan verlaufen. Ambitioniert war das Team mit Playoff-Zielen eigentlich in die Saison gestartet. Der Kader wurde durch viele Niederlagen und Unstimmigkeiten mehrfach verändert. Abgänge, Verletzungsprobleme taten ihr Übriges und damit konnten lediglich 3 Siege bisher in diese Saison eingefahren werden. Es wird noch ein letztes Auswärtsspiel geben, aber das wird am Tabellenplatz wahrscheinlich nicht mehr viel ändern, denn die Damen aus Marburg haben in Freiburg gewonnen und ziehen damit an dem Team des Gieselines MBC vorbei in der Tabelle. Das heißt Platz 10 für das Team aus Halle-Weißenfels und in dieser Saison wird es keine Absteiger geben. Das liegt daran, dass die Rheinland Lions Insolvenz anmelden mussten und somit als erster Absteiger von nur einem Abstiegsplatz feststanden. Platz 11 also für die Rheinland Lions. Und dennoch, trotz der doch sehr schwierigen Saison, sind die Fans dem Gieselines MBC treu geblieben. Auch heute wieder ist die Halle gut gefüllt, Unterstützung auch von anderen lokalen Sportarten. Konnten über die gesamte Spielzeit aufrechterhalten werden. Und auch hier gibt es jetzt noch Kampf bis zum Schluss. Hier fasst der Stil nochmal von Lotta Stach. Adrienne Webb bedient aber nochmal schön Rachel Arthur hier. 20 Sekunden sind noch zu spielen. Und die Rotronic Stars Keltern werden das Spiel heute hier gewinnen. Dankend ihrer wirklich überragenden Trefferquote von der 3-Punkte-Linie. 84 zu 82 wird diese Partie hier ausgehen und damit zwar mit einer hohen Niederlage, aber doch nicht ohne Kampf verabschieden sich die Löwinnen aus dieser Saison. Ja. Da bleibt nicht viel zu sagen. Statistiken sind hier nicht mehr von großer Bedeutung bei einem 20-Punkte-Sieg.
Rückstand. Wir gratulieren den Damen vom Rootronic Stars Keltern und wünschen ihnen eine gute Heimreise und viel Erfolg in den Playoffs und auch beim Top 4. Wir hoffen, wir hören uns in der nächsten Saison wieder. Dann sicherlich mit einem Kader, der vermutlich etwas anders aussieht, als wir ihn jetzt hier und heute gesehen haben. Aber das wird sich zeigen, wie sich das Team der Giesa Lions MBC nach dem nächsten Auswärtsspiel nächste Woche in die Sommerpause verabschiedet und dann neu aufstellt. Der Giesa Lions MBC dankt allen Unterstützern und dem Fanclub von ganzem Herzen, allen Sponsoren und ja, am Ende kann man aus Fehlern nur lernen und sie in der Zukunft besser machen. Und zuletzt gibt es noch das Dankesbanner des Giesa Lions MBC. Die Spielerinnen bedanken sich für die Unterstützung bei ihren Fans. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und hoffe, dass wir auch in der nächsten Saison wieder hier da sein werden und dann auch wieder mehr Erfolge in der SWH Arena mit allen Fans, mit dem Team für den Lieblingssport Basketball feiern können. Ihnen alles Gute, einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die Woche und bis bald.